Mit dem Go-Israel-Stipendium möchte das Büro des Landes Nordrhein-Westfalen in Israel jungen Führungskräften aus dem Handwerk die Gelegenheit bieten, innovative israelische Unternehmen kennenzulernen. Unsere starken Partner sind hierbei die Landesgewerbeförderungsstelle des Nordrhein-Westfälischen Handwerks e.V. und die Außenhandelskammer Israel. Die Gesellinnen und Gesellen, die Jungmeisterinnen und Jungmeister können durch ihre Zusammenarbeit mit israelischen Kolleginnen und Kollegen deren Perspektiven und Arbeitsweisen nun vor Ort selbst kennenlernen und hoffentlich vieles für sich selbst, für ihre weitere Entwicklung und für ihren Betrieb mit nach Hause nehmen. Mit Jonas Rennfort, Charlotte Krüger und Daniel Schubert haben wir bei dreien von Ihnen nachgefragt, welche Erfahrungen Sie in Ihrer Zeit in Israel gesammelt haben. Mein Name ist Jonas Rennfort, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Iserlohn und arbeite da als Maler und Lackierermeister. Und jetzt bin ich hier in Tel Aviv und arbeite mit einem Restaurator zusammen. Ich bin Charlotte Krüger, Augenoptikerin aus Wipperfürth und bei einem Start-up in Jerusalem, das unter anderem Blindenhilfsmittel herstellt. Ich bin Daniel Schubert, bin Steinmetzgeselle und auch Meister seit 2 Jahren und arbeite in Köln in der Dumbo-Hütte und bin aktuell in Tel Aviv und arbeite beim Studio Aber Evan, beim Steinmetz, der in Deutschland gelernt hat, dem Ohad Köln. Ich arbeite hier mit Shai Farkasch zusammen, das ist ein Restaurator und eine lokale Größe, quasi ein wandelndes Lexikon, weil er so viel Wissen über die historischen Sachen hat. Wir haben letztens noch ein Familienwappen, ich glaube von 1920, freigelegt, was versteckt war unter ganz vielen Schichten Farbe und Spachtelmassen. Und es ist einfach toll, solche kleinen Kunstwerke zu finden. Ich persönlich bin selber noch nie ins Ausland geflogen und war natürlich sofort super aufgeregt. Aber als ich gehört hatte, dass ich mit OrCam zusammenarbeite, eine Firma, die ich selber schon lange kenne und mit deren Geräten ich auch schon selber lange arbeite, wusste ich, dass ich da auch wirklich was bewegen kann. Also wenn du Lust auf ein Abenteuer hast, ist Go Israel auf jeden Fall richtig für dich, weil du da nach Israel kommst, wo Menschen außerhalb von Boxen denken und du kannst das mitnehmen, wenn du möchtest und die Kultur, die Gesellschaft kennenlernen, aber auch das Arbeiten in anderen Ländern und hier explizit in Israel mit mehreren verschiedenen Strömungen, das ist halt, dass das Gesamte halt unglaublich spannend gestaltet und sehr, sehr facettenreich. Was mir hier in Israel auch wirklich gut gefallen hat, ist der Innovationsdrang oder dieser Innovationsschub, den es hier gibt in Richtung Hightech und allem Möglichen. Und ich habe halt auch wirklich das Gefühl, dass ich hier auch wirklich den Leuten helfen kann mit meinem deutschen Handwerk. Was mir gut gefällt, ist, dass es hier in Israel nicht diese Hierarchien gibt bei der Arbeit, wie man das vielleicht aus Deutschland kennt. Ich habe mich nie während meiner Zeit wie dieser klassische Praktikant gefühlt, was man so kennt. Zum Beispiel an meinem ersten Tag hat meine Vorgesetzte mir einen Kaffee gekocht. In Deutschland hat man halt das große Glück, dass man eine Ausbildung bekommt, sei es ein Gesellenbrief oder Meisterbrief, wo man halt ganz viel für seinen beruflichen Weg halt schon geebnet bekommt. Man bekommt klare Strukturen, klare Linien aufgezeigt und muss denen folgen und kann natürlich auch frei was weiterentwickeln. Die Erfahrung, die ich hier gesammelt habe, ist, dass die Menschen ganz frei starten, sich keine Sorgen machen und einfach anfangen. Und es entsteht dabei manchmal was ganz Wundervolles, was wir uns vielleicht so gar nicht trauen würden. Und das finde ich sehr bewundernswert. Das finde ich sehr stark, sehr mutig. Und ich glaube, da können beide Seiten, also ich und auch die israelische Seite, voneinander sehr viel lernen. Also ich bin jetzt das erste Mal in Israel und ich muss sagen, es ist wundervoll hier. Alleine die Leute, die einen so überwältigen mit ihrer Freundlichkeit, mit ihrer Direktheit, dass sie einfach einen direkt aufnehmen. Man kommt hier alleine mehr oder weniger hin, aber braucht keine Woche, um neue Freunde zu finden. Man wird direkt an die Hand genommen von Leuten und es ist definitiv nicht das letzte Mal, dass ich hier in Israel bin. Ich kann sehr gut sagen, dass mich jeder Israel-Besuch verändert hat. Beim ersten Mal weiß ich ganz genau, dass ich einen Bezug zur Religion gefunden habe, den ich vorher nicht hatte. Jetzt aktuell merke ich einfach, wie schön oder wie offen die Menschen hier sind und Gastfreundschaft einen entgegenbringen. Und das auch gerade mit der deutschen Geschichte, das hätte ich niemals so in dem Ausmaß erwartet. Und das ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl.
Eine gute Freundin von mir ist auch Augenoptikerin und wir haben auch schon viel über das Programm geredet und ich habe mir schon so viel über meine ganzen Erfahrungen hier erzählt und ich kann dadurch nur noch mal unterstreichen, was für eine gute Chance das hier ist in Israel, was für ein schönes Arbeiten das hier ist, aber jetzt auch mal von der Arbeit abgesehen, hier die Kultur kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen. Man kann sich mit so vielen Leuten connecten, neue Kontakte knüpfen und ich kann es jedem wirklich nur ans Herz legen, keine Angst haben, einfach machen. Das ist das Beste.